Willkommen zu einem neuen Part. Wir sind bei den Top 4. Wir haben zwei im letzten Part besiegt. Es war trotzdem mega geil. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten zwei der Top 4. Mein Ziel ist es wirklich, beide in diesem Part zu besiegen. Es wird schwierig. Und dass wir dann im nächsten Part den Champ besiegen können. Ich habe immer noch Angst, dass sie einfach zu stark sind. Aber mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Was für ein Typ wird denn hier eingesetzt? Im letzten Part hatten wir zuerst Geist und danach Unlicht. Wonach sieht denn das jetzt aus? Ist das Wasser oder was soll das sein? Das könnte Wasser bedeuten. Bedeutet Luke, nicht Luke, sondern Finn auf der 1 ist ein bisschen doof. Wir setzen mal Jonas nach vorne. Sicher ist sicher. Wir haben außerdem im letzten Part am Ende noch ein paar Drogen verteilt. Kann man schon fast sagen. Und zwar, um genau zu sein, Calcium, Eisen, KP+, AP+, und so weiter und so fort. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Sieh dich an meiner morgenfrischen Schönheit, die selbst Blumen von Neid verwelken. Könnte auch Pflanzen sein, ja, natürlich. Aber lass dich nicht täuschen, Trainer. Du scheinst mir Stärke und Gutherzigkeit in deiner Person zu vereinen. Mich, Katlea, verlangt jedoch nur nach einem, nämlich einem Gegner, der mich richtig fordert. Ich hoffe, dass du mich nicht enttäuschen wirst. Werden wir nicht. Der nächste von den Top 4. Katlea. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Könnte Pflanze wirklich sein. Somnivora. Ja, das ist Pflanze. Das ist nicht Pflanze? Psycho? Fragezeichen? Das könnte natürlich auch Psycho bedeuten. Und bei Psycho, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Komm, erstmal Laubklinge. Ich weiß nicht, was Somnivora noch für einen Zweityp hat. Ich werde mal nebenbei... Oder werde ich nicht? Weil wir hier bisher gut dran sind. Gena, nein. Aber ich werde mit Jonas weiterkämpfen. Die nächste Laubklinge sollte ausreichen. Ich hoffe mal, dass Jonas dann auch nicht einschläft. Wenn doch, müssen wir da durch. Sehr schön. Fing's besiegt. Der Volltreffer war jetzt sehr, sehr gut. So. Ja gut, Jonas schläft ein. Ein Simvolara, also doch wirklich Psycho-Pokémon. Na gut, dann wechseln wir rüber zu Finn. Geisterattacken sind sehr effektiv. Notfalls hätten wir auch noch Nico mit einer Käferattacke. Simvolara. Müssen wir natürlich auch vorsichtig sein. Auch vom Typ Flug noch. Und er setzt nämlich auch Spukball ein. Aber ist keine Step-Attacke. War trotzdem sehr effektiv. Aber wir haben Spukball als Step-Attacke bedeutet. Vielleicht kriegen wir ihn besiegt. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Leider nein. Aber er wird eine Genesung wahrscheinlich einsetzen. Nützt uns trotzdem nichts. Der hat Top-Genesung, war klar. Ich setze darauf jetzt auch. Und dann wechseln wir in der nächsten Runde. Ja, leider kein Volltreffer oder so. Ich wechsle zu Luke. Er ist ja auch vom Typ Flug noch dazu. Das müssen wir halt bedenken. Bedeutet, Elektroattacken sind sehr effektiv. Psychokinese. Sehr, sehr starke Psychoattacke. Komm, Luke. Jetzt durch. Wir müssen hoffen, dass Luke... Ja, Luke greift leider nicht als erstes an. Und somit ist Luke leider besiegt. Shit, das war ein Reinfall am Anfang jetzt hier. Gleich... René, du. Psycho ist sehr effektiv, aber René ist relativ schnell. Sollte René eigentlich schaffen. Ja doch, wunderbar. Eis 70 halt selber. Effektiv. Okay, nächstes Pokémon. Siegt. Wir haben immer noch Finn, das finde ich gut. Tito Mega. Ja, da wechsle ich wieder rüber zu Finn. Allerdings braucht Finn eine Heilung. Beim Champ wird es allerdings dann sein, einerseits, so sein halt, einerseits sehr, sehr viele Pokémon, also 6 Pokémon wahrscheinlich, und verschiedene Typen. Da können wir uns nicht so gesehen auf 1 sozusagen spezialisieren. Psychokinese macht nicht viel Schaden, sehr schön. Obwohl, doch, scheiße ey. Komm, Finn, du bist Erster. Ja, sehr schön. Jetzt muss das nur noch rausreichen. Tut es nicht? Was? Puh! Und das wirklich... Überhaupt nicht! Trini, Nico.
Jetzt komme ich hier ins Schwitzen. Nicht nur, weil heute der bisher zweitwärmste Tag ist, oder generell morgen ist der wärmste erstmal wieder. Nein! Und jetzt setzt er Genesung ein. Mit so wenig KP überlebt. Hälfte der KP erholen sich. Weiter geht's. Ampelleuchter. Vielleicht mal. Ja, Trugträne auch. Ja, ich setze Trugträne ein. Ich werde seine Spezialverteidigung zerstören zweimal. Weil dann machen wir extrem viel Schaden und das ist meine meine Absicht. Das wollte ich sagen. Energieball macht nicht so viel Schaden, das finde ich sehr, sehr schön. So, Spezialverteidigung ist unten. Er macht nochmal Energieball, ich glaube nochmal eine Ampelleuchte und das ist weg. Wir haben halt auf Ampelleuchte keinen Step-Bonus, das ist das Problem. Wir haben halt keinen Käfer-Pokémon im Team. Sehr schön. Ich war mir jetzt da auch relativ sicher. Hat man vielleicht gemerkt, dass ich keine Heilung durchgeführt habe oder so. So, nächstes Pokémon ist eine Mobitesse. Es wird schwer, es wird sehr, sehr schwer, aber wir kriegen es hoffentlich hin. Wir brauchen erstmal generell einen Hypertank. Wir haben auch Top-Genesung für Notfall. Das haben wir bereit, haben wir im letzten Partner gekauft. So, Spukball kann er. Nein, das ist natürlich richtig doof. Das heißt, mit Mobitesse können wir nichts anfangen. Wir werden jetzt versuchen, so viel Schaden wie möglich zu machen. Ach, er ist sogar schneller, weil er auch höher gelevelt ist. Mit 58. So, Plan. Finn wiederbeleben. Das ist jetzt mein Plan. Jona schläft. Michelle kommt in den Kampf. Ich werde kein Top-Beleber oder so einsetzen, das braucht's nicht. Ich denke mal, wir werden hier mindestens 2 Runden am Start sein. So, da ist Finn. Okay, er macht Gedanken gut, bedeutet. Angriff und Spezialverteidigung steigt. Ist natürlich sehr, sehr doof. Nochmal, nein! Wir müssen jetzt das Mobitesse so viel Schaden wie möglich zufügen mit Michelle. So viel Schaden wie möglich. Machen wir mit Erdkräfte. Das ist unsere stärkste Attacke. Und ist normal effektiv und physisch. Wow, Michelle! Ja, nice! Ja, geil! Nochmal einmal Erdkräfte und das ist weg, oder? Wir greifen ja als erstes an. Ja, nice. Michelle. Was? Was? Warum macht das gerade so wenig Schaden? Finn, du bist als erstes dran. Bitte. Bitte. Ja. Aber bitte besiege es. Mach es nicht unnötig spannend. Das hat mir gerade nochmal das Herz in die Hose rutschen lassen. Level 55 für Finn, sehr schön. Wie gesagt, jedes Level brauchen wir. Drittes Teammitglied von den Top 4 ist besiegt. Wir werden natürlich unsere Pokémon jetzt erstmal heilen. Gibt es nicht noch andere Mitglieder der Top 4, den du den Tag verderben kannst? Und sei schon so gut und lass mich wieder in den Fehlern kriechen. Ja, wenn du einfach zu schlecht bist. Aber trotzdem war sie sehr, sehr gut. Das möchte ich jetzt hier nicht abstreiten. So, Beleber, da. Da. Und ein paar Hypertränke natürlich. Und wichtig ist, Jonas wieder aufwecken. Einen Aufwecker benutzen. Das wäre ein bisschen fail, wenn ich nicht daran denke. So. Ein Aufwecker, der muss doch. Da war ja doch. Jetzt bin ich auf den letzten Typ gespannt. Wir hatten Geist, Unlicht. Und Psycho, alles so eine Typen, die so mehr speziell arbeiten, so. Ja. Die auch miteinander irgendwie verknüpft sind. Ach, das sieht jetzt sehr stark nach Stahl aus, oder? Da werde ich sofort Finn nach vorne packen, mit schönen Feuerattacken angreifen. Wenn es jetzt wirklich Stahl ist, kann natürlich auch ein anderer Typ sein.
Elektro, könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder Kampf? Ja, Kampf soll mir auch recht sein. Dich kenne ich doch vom Wendeberg. Sind wir uns nicht dort begegnet? Genau, der hat uns den Weg zum Wendeberg versperrt. Sagte, wir sind noch nicht bereit. Wir müssen erst in zur Pokémon-Liga. Der hatte auch gesagt, dass er einer der Top 4 ist. Wie mir scheint, bist du seit damals viel stärker geworden. Sei es drum. Willkommen, Herausforderung. Mein Name lautet Eugen und ich trainiere unter Meister Lauro, um den Umgang mit Kampf-Pokémon zu perfektionieren. Mein Meister hat dich übrigens in den höchsten Tönen gelobt. Ich würde mir gern selbst ein Bild von deiner Stärke machen, wenn du erlaubst. Kampf-Pokémon, das kommt mir sehr, sehr recht. Ich habe 5 vorne, bedeutet Kampfattacken zeigen keine Wirkung. Kampf ist halt sein Element. Daher, mal schauen. Wir können halt mit Feuerattacken angreifen. Allerdings haben wir auch Nico zum Beispiel. Nico will ich dann auch mal einsetzen. So, erstmal Flammenwurf. Flammensturm will ich natürlich dann für den Champ so ein bisschen aufheben. Okay, Dampfwalze kann er. Oh, je. Was sinkt die Initiative? Ich versuche jetzt, ich gehe auf sicher, Jetzt kann er Gegenstoß, aber ist nicht so stark. Aber ist sehr effektiv. Und ein Volltreffer, natürlich! Scheiße, ey. Nico, komm du. Einmal Psychokinese und der sollte weg sein. Sehr schön. Dann werden wir halt hier mit Nico jetzt hier arbeiten. Mit Finn, das war halt gut gemeint, aber ja. Was nicht geht, geht nicht. Wishu, okay. Wir kennen Linfu, aber nicht Wishu. Sprungfeder, na toll. Eine Flugattacke. Gegen Flug können wir auf jeden Fall Michelle einsetzen, oder? Wishu, welchen Typ hat denn der? Ich weiß es nicht. Der hat doch bestimmt noch einen zweiten Typ. Ich schau mal kurz nach. Wie? Hat nur Kampf, okay, kein zweiter Typ. Nico, du musst das einfach mal aushalten. Du musst das aushalten, genau. Ist ja nur eine normal effektive Attacke. Ja, doch, wunderbar. Kein Stat-Bonus. Und Wishu ist besiegt. Karadonis. Vor dem müssen wir natürlich auch Acht geben. Psychokinese. Er kann Gegenstoß. Scheiße. Effektiv. Aber keine Step-Attacke. Und das ist unser Vorteil gerade. Robustheit hat er. Okay, das heißt natürlich, er macht eine Top-Genesung. Wir machen einen Hypertank. Top-Genesung bringt uns jetzt hier nichts. Ich hatte auch den Plan, eigentlich Kumomitch nochmal zu kaufen. Ich habe auch nachgeschaut, wo man das kriegen kann. Oder ich hab dann irgendwann aufgegeben. Ich habe das per so in-game geschaut. Aber nicht im Pokewiki. Hätte ich machen sollen vielleicht, aber naja. So, er macht nochmal Gegenstoß. Wir machen natürlich jetzt wieder keinen One-Hit. Ist ja klar. Weil wegen Robustheit ein KP bleibt übrig. So, Donnerblitz. Wenn man jetzt keine starke Attacke. Ein paar AP sparen. 13 KP für Nico. Das ist schon ganz schön krass, aber wir haben es hinbekommen und erreichen Level 56. Sehr schön. Noch ein Level ab. Können wir für das stärkste Pokémon da gut gebrauchen. Was ein Meistergriff ist. Level 58 bestimmt wieder. Ja. Da braucht Nico erstmal eine komplette Heilung. Wieder. Hypertrank. Auch gerade so 56 gewonnen. Einzahlung. Oh, sehr starke Kampfattacke. Uiuiui. Ne, normale Attacke. Okay, wenn es so stark ist, müssen wir angreifen. Wir können nicht nochmal einen Hypertank einsetzen. Und besiegen es! Top 4 Eigen und somit auch der letzte der Top 4 ist besiegt. Und wow.
Du hast eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass du der stärkste Trainer der Pokémon-Liga bist. Begib dich nun zur Statue auf dem Forum und suche die Kammer des Champs auf. Ja, das werden wir im nächsten Part machen. Ich hoffe, ihr schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal ein. Wir haben eigentlich noch Zeit. Das ist ein unterdurchschnittlich langer Part. Also eigentlich sind die Parts nie so kurz. Aber ja, es kommt der Champ und ich möchte das in einem Part packen, weil danach auch die Credits kommen, wie auch immer. Bedeutet, ich werde den Part dann dementsprechend gleich schon beenden. Ich werde schauen, ob irgendwer nochmal ein paar AP braucht. Generell eine Heilung ist ja sowieso klar. Und werde sowieso überlegen, mit wem wir als erstes beginnen, wie auch immer. So, Bericht. Kurz generell nochmal die Pokémon anschauen. An sich, Item Holzkohle verstärkt Feuerattacken, das finde ich gut so. Spukball, ja gut, das passt alles bei Jonas. Item Wundersaft verstärkt Pflanzenattacken, finde ich auch sehr, sehr gut. Da passt es von den AP auch her. Dann Nico Krummläufel verstärkt Psychoattacken. Da braucht Psychokinesen nochmal ein Ether. Merken wir uns. Dann René hat die Scope-Linse. Weiß jetzt nicht, was die Scope-Linse macht. Aber ich denke mal, für René ist die dann doch ganz gut. Werde ich mal kurz schauen, was Scope-Linse macht. Das möchte ich mal kurz wenigstens mal wissen. Erhöht die Volltrefferquote. Da möchte ich gleich das Item mal auswechseln. Das wechsle ich gleich bei René mal aus. Sonst an AP braucht er nichts. So, dann Magnet. Verstärkt Elektroattacken. Sonst brauchen wir da keine AP. Und Pudersand verstärkt Bodenattacken. Da bräuchte vielleicht Erdkräfte nochmal. Ach, ein Äther. Wie viele Äther haben wir denn überhaupt? Da. Zwei Stück nur? What? Und drei Top-Äther. Okay. Da bin ich jetzt sehr überrascht, dass wir wirklich so wenig in unserem Verlauf gefunden haben. Ja gut, dann haben wir noch ein paar Top-Ether. Wir haben ja auch ein paar Elixiere. Dann will ich kurz nochmal nach einem Item schauen. So, ich habe da nämlich ein ganz bestimmtes Item im Kopf. Nee. Ein ganz, ganz bestimmtes Item. Nur die Frage ist, haben wir das überhaupt? Aber ich glaube ja. Ich hoffe es. Ja, genau. Expertengurt. Der ist perfekt für René, weil René hat vier verschiedene Typen als Angriffsattacken. Und daher, ich hätte mich natürlich auf Kampf spezialisieren können. Aber René greift auch häufiger mal mit anderen Attacken an. Er hat noch Drache, er hat Eis und Stahl. Daher macht das bei ihm, der Expertengurt, ordentlich Sinn. Volltrefferquote hätte man natürlich auch erhöhen können. Aber ich finde das eher weniger sinnvoll. Gut, dann hoffe ich mal, schaltet ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit ein. Wenn wir den Champ... Oh, sorry. Den Champ besiegen. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gehypt. Bis nächstes Mal und bye.